Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Boon Guide Reloaded. In dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr Linux neben Windows 10 installieren könnt. Hierzu werde ich euch zeigen, wie ihr ausreichend Platz auf eurem Rechner schafft bzw. sicherstellt, ein Linux-Installationsmedium vorbereitet und zu guter Letzt werde ich euch durch die Schritte der Installation von OpenSUSE Tumbleweed führen. Wenn ihr bestimmte Teile dieses Videos überspringen wollt oder direkt zu einem Thema springen wollt, so könnt ihr das über das Inhaltsverzeichnis in der Videobeschreibung tun. Schritt Nummer 1. Als erstes verschaffen wir uns einen Überblick über die Laufwerke, die wir im Rechner haben und wie wir diese für unsere Zwecke vorbereiten können. Öffnet dazu das Windows-Suchfeld und gebt Festplatten oder Partition in das Suchfeld ein, wie im Screenshot gezeigt, und startet das Programm. Dies ist der Partitionsmanager von Windows, der sich seit Windows NT nicht signifikant geändert hat. In der oberen Liste seht ihr eine Auflistung aller vorhandenen Partitionen. Der Begriff Partition ist nicht mit dem Begriff Festplatte, SSD oder Datenträger zu verwechseln, da die meisten Datenträger mehrere Partitionen beherbergen können. In unserem Beispiel haben wir insgesamt drei Datenträger. Diese sind im unteren Teil des Fensters aufgelistet. CD0 ist unser DVD-Laufwerk in unserem Testlaptop. Datenträger 0 ist die Hauptfestplatte in diesem Gerät, auf der es bereits schon drei Partitionen gibt. Eine davon ist C, die Windows-System-Partition, und zwei weitere Partitionen, deren Verwendung uns wenig interessiert, da diese automatisch von Windows bei der Installation angelegt wurden. Ich empfehle darüber hinaus, diese beiden extra Partitionen unangetastet zu lassen, da es sonst sehr wahrscheinlich ist, dass ihr Windows später nicht mehr starten könnt. Datenträger 1 ist hier ein unformatierter USB-Stick, der bis hierher keine relevante Rolle spielt. Laufwerke verkleinern. In diesem Schritt schaffen wir auf einem unserer Datenträger Platz, um später unser Linux darauf zu installieren. Da in diesem Beispiel keine separaten Festplatten zur Verfügung stehen, werden wir eine bestehende Partition verkleinern. Hierzu klicken wir mit der rechten Maustaste auf den Block, der mit C gekennzeichnet ist, und wählen Verkleinern. In dem nun folgenden Dialog sehen wir die gesamte Größe der Partition in Megabyte, wie viel Speicherplatz maximal freigegeben werden kann, ein Eingabefeld, in dem wir die Menge in Megabyte eingeben können, um die unsere Partition verkleinert werden soll, und zu guter Letzt, wie viel Speicherplatz nach der Prozedur noch verfügbar ist. Da wir Linux etwas längerfristig benutzen wollen, sollten wir hier eine ausreichend große Zahl wählen, um spätere Partitionsverkleinerungen und Vergrößerungen zu vermeiden. Als Faustregel würde ich aber vorschlagen, dass ihr mindestens 20 GB an Platz für euer Linux-System vorseht, also ca. 20.000 MB. In diesem Beispiel habe ich ca. 500 GB für unsere Linux-Installation vorgesehen. Anschließend bestätigt ihr das Ganze mit Verkleinern und wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Im Partitionsmanager sehen wir nun einen vierten, schwarz markierten und formatierten Block von 488,28 GB. Damit ist dieser Schritt abgeschlossen. Als nächstes laden wir die Linux-Distribution unserer Wahl herunter, in unserem Beispiel OpenSUSE. Wie wir sehen, haben wir hier zwei Auswahlmöglichkeiten, OpenSUSE Tumbleweed und OpenSUSE Leap. OpenSUSE Tumbleweed ist ein sogenanntes Rolling Release, während OpenSUSE Leap ein sogenanntes statisches Release ist, oft auch LTS, in Klammern Long Term Support, gekennzeichnet. Rolling Release Distributionen haben immer das Neueste vom Neuesten an Bord, während statische Release Distributionen ihren Fokus auf Stabilitäts-, Sicherheits- und Fehlerbehebungsupdates legen. Weitere Informationen zu statischen versus Rolling Release Distributionen könnt ihr in Folge 2.1 erfahren. Für diese Folge reicht es, dass wir uns aufgrund unseres Anwendungsgebiets für OpenSUSE Tumbleweed entscheiden. Wenn ihr aber lieber Leap wollt, könnt ihr das an dieser Stelle auch problemlos tun und die Guide mit Leap weiterverfolgen. Im nächsten Schritt haben wir weitere Auswahlmöglichkeiten, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, und kürze es mit der Frage ab, ob ihr in der Lage sein wollt, euer Linux offline ohne Internetverbindung zu installieren oder mit Internetverbindung. Ebenfalls ist es wichtig, sich zu überlegen, ob man im Falle der Online-Installation Internet über ein Kabel oder WLAN hat. Da das Netzwerk-Image nur ein Basissystem bietet, damit seine Größe klein bleibt, kann es sein, dass nicht für alle WLAN-Adapter ein Treiber im Installationsmedium vorhanden ist. Außerdem, mit Hinblick auf die Verbindungsstabilität, empfehle ich in jedem Fall eine Internetverbindung über ein Kabel. Falls ihr eine Offline-Installation bevorzugt, wählt das DVD-Image, welches allerdings auch bis zu 4 GB groß ist und demnach eine DVD oder einen ausreichend großen USB-Stick für das Installationsmedium voraussetzt.
oder wählt das Netzwerk-Image, welches nur wenige 100 MB groß ist und auf sehr kleine USB-Sticks passt. In diesem Fall habe ich mich für das Netzwerk-Image entschiden, da wir sowieso OpenSUSE Tumbleweed benutzen. Und nach der Installation so oder so einiges an Updates haben, egal ob wir das DVD oder Netzwerk-Image nehmen. Außerdem geht das Kopieren des Installationsmediums dann schneller. Nächster Schritt: Ein Installationsmedium erstellen. Nachdem wir das Installationsimage heruntergeladen haben, gilt es, dies auf einen externen Datenträger zu kopieren. Hierzu könnt ihr entweder euer Lieblingsbrennprogramm benutzen und klassisch eine Datenträger-CD bzw. DVD erstellen oder, wie in diesem Video, einen USB-Stick dafür benutzen. Als erstes benötigen wir ein Programm, mit dem wir das Image auf einen USB-Stick kopieren und diesen bootfähig machen können. Sprich, ein einfaches Kopieren der Datei auf euren USB-Stick ist leider nicht ausreichend. Wenn ihr also noch Daten auf eurem Stick habt, die ihr nicht verlieren wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diese woanders zu sichern. Habt ihr das erledigt bzw. sichergestellt, ladet euch Blanea Etcher für Windows von dem Link in der Videobeschreibung herunter. Öffnet Etcher und wählt das Linux-Image aus, welches wir zuvor heruntergeladen haben. Dann wählt euren USB-Stick aus, auf dem ihr das Installationsmedium erstellen wollt. Und klickt anschließend auf Flash und wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Ist dies geschehen, wird euch Windows sofort nerven mit der Frage, ob ein Datenträger formatiert werden soll, da Windows euren USB-Stick nun nicht mehr lesen kann und es für ein neues Laufwerk hält, was ihr gerade in euren Rechner gesteckt habt. Beantwortet diese Frage mit Nein. Ansonsten flasht das Image einfach erneut auf den Stick. OpenSUSE Tumbleweed installieren. Damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und ihr könnt euren Rechner mit eingestecktem bzw. eingelegtem Installationsmedium neu starten. Während euer Rechner startet, bevor er in Windows hochfährt, drückt eine der folgenden Tasten, um das Bootmenü eures Computers zu öffnen, mit dessen Hilfe wir dann unseren USB-Stick auswählen, um von dort das Installationsprogramm zu starten. F10, F11, F12 oder Delete bzw. Entfernen. Manchmal auch aber eine ganz andere Taste, aber dies sind die häufigsten und im Zweifelsfall müsst ihr das im Vorfeld in Erfahrung bringen. Anschließend wählt euren USB-Stick aus der Liste, in unserem Fall Corsair Survivor 3.0. Im folgenden Menü wählen wir dann Installation und warten, bis das Installationsmenü geladen ist. Herzlich willkommen im Installationsassistenten von OpenSUSE Tumbleweed. Auf der ersten Seite könnt ihr eure Sprache wählen. Englisch ist hier der Standard, also wechseln wir auf Deutsch. Dies ändert automatisch auch die Tastenbelegungen, so dass Sonderzeichen wie Ä, Ö, Ü mit den richtigen Tasten geschrieben werden können. Oben rechts ist ein Testfeld, in dem ihr eure Tastaturbelegung testen könnt. Online-Repositorien. Im folgenden Schritt werdet ihr gefragt, ob ihr Online-Software-Depots aktivieren wollt. Da wir hier ein Netzwerk-Image haben, beantworten wir dies mit Ja. Und im folgenden erscheint eine Liste mit vorausgewählten Repositorien. Diese lassen wir unverändert. Systemrolle. Auf dieser Seite könnt ihr auswählen, welche Benutzeroberfläche ihr benutzen wollt oder ob ihr euren Computer als Server einrichten wollt. Da wir diesen für den Desktop-Betrieb nutzen wollen, wählen wir eine der ersten drei Möglichkeiten, beziehungsweise genauer gesagt KDE Plasma. KDE Plasma ist eine Benutzeroberfläche, die der von Windows relativ ähnlich ist und für Einsteiger beziehungsweise Umsteiger am einfachsten ist, sich dort hineinzufinden. Natürlich könnt ihr auch jede beliebige andere Benutzeroberfläche wählen, aber welche es da alle gibt, erfahrt ihr in Folge 2.2, Desktop-Oberflächen. Für dieses Video wählen wir also KDE. Partitionierung. Hier legen wir fest, wie OpenSUSE unseren freigeschaffenen Festplattenspeicher nutzen soll. Standardmäßig wird hier eine große Partition eingerichtet, auf der das System installiert wird und später auch unsere Benutzerdaten abgelegt werden. Ich persönlich schlage aber vor, hier eine geringfügige Anpassung vorzunehmen und wir klicken daher auf das geführte Setup. Dies wird ein Assistenten starten, der uns durch die Festplattenbelegung hilft, um uns diesen Schritt zu vereinfachen. In dem folgenden Pop-up klicken wir auf Ja, um mit dem Assistenten zu beginnen. Im ersten Schritt wählen wir die Festplatten aus, auf denen wir unser System installieren wollen. In unserem Fall der Hauptdatenträger. Hier als /dev/sda gekennzeichnet. Nun werden wir gefragt, was mit der bestehenden Windows-Installation passieren soll. Da wir bereits im Vorfeld schon alles vorbereitet haben, sagen wir hier nicht ändern. Da es keine weiteren Linux- oder andere Betriebssysteme auf unserem Rechner gibt, sind die folgenden zwei Punkte zu vernachlässigen. Wenn ihr euren Datenträger verschlüsseln wollt oder LVM benutzen wollt, könnt ihr nun ein Passwort vergeben, mit dem eure Linux-Partition verschlüsselt werden soll. Wichtig: dieses Passwort niemals vergessen.
Wenn ihr mehr über LVM wissen wollt, könnt ihr jederzeit das dazu passende Video der Boon Guide gucken. Für dieses Video lassen wir beide Optionen aus. Im folgenden Bildschirm wählen wir separate Home-Partitionen vorschlagen und für Suspend auf Rahmengröße erweitern. Ersteres ist unser Benutzerverzeichnis, in dem wir später unsere persönlichen Daten sowie Konfigurationen für unseren Desktop, Dokumente, Savegames, Steam-Spiele etc. ablegen. Letzteres, der Swap, ist eine Partition, die als Auslagerungsspeicher benutzt werden kann. Die zusätzliche Option für den Suspend ist dann für uns interessant, wenn wir unseren Rechner schnell hoch- und runterfahren lassen wollen. Dabei wird ein Update unserer aktuellen Sitzung auf die Swap-Partition geschrieben, die dann beim nächsten Hochfahren einfach geladen werden kann. Dies ist viel schneller als das klassische Hoch- bzw. Herunterfahren des Rechners. Eventuell kennt ihr ja den Begriff Fastboot von Windows. Suspend ist im Prinzip dasselbe. Ist diese Funktion für euch interessant, aktiviert diese hier. Eure Festplattenpartitionierung sollte nun ähnlich wie die im Screenshot aussehen. Uhr und Zeitzone. Eure Uhr bzw. Zeitzone sollte im Normalfall schon richtig eingestellt sein. Hier könnt ihr diese allerdings bei Bedarf anpassen. Lokaler Benutzer. Dies ist der vorletzte Schritt, in dem ihr euren Benutzernamen und Passwort vergebt. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls die automatische Anmeldung aktivieren sowie euer Benutzerpasswort ebenfalls für den Systemadministrator setzen lassen. Der Systemadministrator wird in Linux Root genannt. Dieser ist wichtig, wenn ihr Änderungen am System vornehmen wollt, die sich nicht nur auf eure lokalen Benutzer auswirken. Installationsübersicht. Zu guter Letzt bekommt ihr noch eine detaillierte Übersicht über alle Änderungen, die der Installer vornehmen wird. So könnt ihr euch nochmal einen Überblick verschaffen und euch überlegen, ob ihr einiges eventuell noch anpassen wollt. Normalerweise müsst ihr hier nichts weiter einstellen. Falls ihr aber den Softwareumgang ändern wollt, indem ihr Anwendungen zusätzlich installieren wollt oder bestehende nicht installieren wollt, könnt ihr mit einem Klick auf Softwareauswahl einen Paketmanager starten, mit dem ihr weitere Einstellungen vornehmen könnt. Für unsere Zwecke ist aber schon alles vorkonfiguriert und bedarf keiner weiteren Anpassungen. Dann klickt ihr auf Installieren und wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Am Ende der Installation wird sich euer Rechner automatisch neu starten und mit einem neuen Bootmenü begrüßen, wie im Screenshot gezeigt. Hier könnt ihr dann in Zukunft entscheiden, ob ihr OpenSUSE oder Windows starten wollt, wenn ihr euren Rechner hochfahrt. Nun seid ihr eigentlich sogar schon fertig und könnt anfangen, OpenSUSE zu erkunden oder ein weiteres Video der Boon Guide ansehen. Für heute bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß mit OpenSUSE!